Servus liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren schönen Tag beim Skiregion Simulator und unsere Finanzen sprechen schon ein deutliches Zeichen. Wir sind bald soweit und können uns den Salzstreuer holen. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wo habe ich denn vor lauter meinen Wagen hin? Ach, wenn wir schon hier sind, gucken wir schnell nochmal. Ich glaube, das Hütchen hatten wir schon, aber sicher ist sicher. Wir haben ja oft schon gedacht, da haben wir es, aber dann ist doch noch was gefunden worden, ne? Ich will da also auch nichts irgendwie unversucht lassen. Wir haben wieder einen weiteren Zwerg gefunden gestern und das sollte auch hoffentlich im Optimalfall noch so nach und nach so weitergehen. So, auch hier müssen wir natürlich immer genau gucken, ob da nicht irgendwo... Oh, hallo Heli. Ob da eventuell nicht irgendwo noch was zu entdecken ist. So, wir machen uns hier mal durch das Gestrüpp. So, da zieht aber jetzt nicht so wirklich nach einem Erfolg aus. Schade eigentlich. Obwohl, ich traue auch diesen Bäumen hier nicht. Ich glaube, da muss man auch mal ganz genau gucken, ob da nicht irgendwo doch noch was unter so einem Baum drunter ist. Zuzutrauen ist ja den Jungs alles, ne? Wenn einer sich schon die Mühe macht, hier 100 Zwerge versteckelt, dann kann das natürlich sein, dass die an den unmöglichsten Orten sind. So, und wir gucken auch immer schön brav nach. Vielleicht finden wir ja doch noch den einen oder anderen Zwerg, an den wir so gar nicht gedacht hätten oder der an so einer blöden Stelle ist, wo man nie gerechnet hätte, dass da irgendeiner so verrückt ist, einen Zwerg hinzuplatzieren. So, und hier sind wir wieder an der Stelle, wo wir den letzten gefunden haben da unten. Das ist gut. Das passt schon mal. Aber ich muss jetzt doch mal andersrum wechseln. So, denn ich will hier, wie gesagt, ja wieder langsam in Richtung des Dorfes runterfahren. Falls die nächste Transportmission kommt, möchte ich so weit wie es geht vorbereitet sein. Deswegen platzieren wir den Knaben mal hier. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. So, steigen wir nochmal ab und werden nochmal schauen, ob wir vielleicht noch ein paar Eiszapfen finden. Ja, die Kisten, und das hatten wir ja auch schon alles soweit hier unten durchforstet. Oh, die Tonne kenne ich aber noch nicht. Kurz gucken. Tja. Da seht ihr es oben links, wir haben einen Zwerg gefunden. Ich sag noch, da finde ich die Kiste, ne? Die kenne ich noch nicht. Ja, und da war tatsächlich ein Zwerg drin. Also, es lohnt sich, immer nochmal zu gucken. Kurz nochmal die Info auf der Minimap, wo wir sind, für die, die die Zwerge auch sammeln. Hier unten in diesem Gebäude, hätte ich fast gesagt, also in diesem Container. Da haben wir noch einen Zwerg und wir sind jetzt bei 55, also es fehlen nur noch 45 Zwergis. Ja, es lohnt sich immer wieder zu schauen, auch wenn man sagt, ach, da waren wir doch, das kennen wir doch. Meistens übersieht man ja dann doch irgendwo noch eine kleine Ecke. Und ich glaube, hier oben könnte vielleicht auch noch was drin sein. Gucken, kann man da hochspringen? Ja, aber da sehen wir nicht so viel. Denn das sieht... Oh, das sind Eiszapfen. Ha! Ich will mal ein bisschen Schneeball schmeißen. Oh, das ist aber ein bisschen zu weit weg. Da müssen wir mal ein bisschen näher ran. So, dann wie gesagt, 50 Eiszapfen gibt ja auch wieder einen Erfolg. Na, geh schon kaputt. So, wieder einen erwischt und zwei. So, wie sieht's hier aus? Da waren wir eigentlich auch schon. Aber ich traue auch hier dem Frieden nicht. Haben wir hier alles wirklich gut durchguckt, durchgesucht. So, an den Bänken nochmal gucken, denn wir haben auch gesehen, teilweise stehen die dann auch an oder hinter oder liegen irgendwo auf den Bänken rum. Und dann, ja, ist man doch etwas überrascht, dass da auf einmal doch noch was ist. Deswegen alles ganz genau unter die Lupe nehmen, ne? So, hier die Bank nochmal checken, da ist aber auch nichts. Da drüben ist auch nichts in Ordnung. So, dann gucken wir hier mal weiter. Okay, da ist eine Kutsche. Da steht auch keine drauf. Da ist nochmal... Aha. Okay, da ist nichts. Die Kiste steht so verdächtig in der Ecke drin. Nee, aber in diesem Fall war der Verdacht unbegründet. So, da sind wir auch soweit durch. Das passt auch. Ein paar Eiszapfen haben wir schon wieder gefunden. Ein Zwerg haben wir wieder gefunden. Ja, so langsam kommen wir hier mit der Sache gut voran. So, auch hier gucke ich nochmal. Weil es ist ja auch immer wieder schön, wenn man dann doch so nah oder so drauf kann. Ja, hier gehen wir so drauf. Gehen wir hier mal die Balustrade entlang. Mal gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Oh, da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Nö, das war also eine klassische Fehlanzeige. Gut, dann geht's hier mal weiter. So, auch hier haben wir wieder Gestrüppi. Ah, da. Nee, da ist auch nichts zu entdecken. Jetzt habe ich was hier. Achso, ein Brett vorm Kopf. Okay. Ja, weiter im Text. Wir suchen nach Eiszapfen.
und nach Zwergen. Oh, mal gucken, wie es hier aussieht. Aha. Können wir hier drauf? Tatsächlich, wir können auch hier auf das Dach drauf, wenn das mal nicht wieder irgendein Hinweis vielleicht ist, wo was sein könnte. Also das heißt, gut, die Augen offen halten. Mal schauen. Oh, da ist aber ganz schön dick Schnee auf dem Dach. Wenn das mal runterkommt, will ich da nicht unbedingt direkt drunter stehen. So, da sieht aber alles relativ gemütlich aus. Mal gucken, da drüben, kann man da was erkennen? Nö. Das sieht auch alles human aus. Okay, dann springen wir mal runter und laufen hier mal weiter. So, da vorne ist unser Schneeräumer. Okay, 77.000 Euro haben wir jetzt. Moment, 77.000 Euro. Würde das nicht eventuell sogar schon reichen? Das reicht sogar. Wir kaufen mal schnell den Kompaktlader mit Wanne. So, haben wir mal auf die Schnelle ein neues Fahrzeug gekauft? Ha, also, ja, wir haben mal kurz einen Abstecher zum Händler. Zum Glück sind wir ja gerade hier beim Händler. Ah, da können wir auch gleich nochmal kurz gucken, da irgendwo noch was Auffälliges ist. Das erscheint mir verdächtig hier. Können wir hier hoch? Ja. Nicht, dass da irgendwo noch was versteckt ist, was wir vielleicht dann doch noch... Nee, da ist nichts, da ist nichts, da ist auch nichts. Okay, war dann hier wohl auch leider nichts. Aber man steckt ja nie drin. Wie sieht's da auf dem Balkon aus? Da ist auch keiner. Okay, da drüben auf dem Dach ist auch nichts. Aber hier sehe ich noch was, nämlich da ist unser Iuba, neuer Kompaktradlader. Ja, ein typischer schöner kleiner Bobcat. Sieht der dich schnieke aus? Ach ja, und jetzt müssen wir auch noch... Leute, ich wollte gerade ein Fahrzeug vorstellen, das geht nicht. Na gut, okay, dann werden wir erstmal auf die Schnelle ein bisschen uns hier transporttechnisch noch orientieren. Und danach gucken wir uns dann unseren Bobcat an. Oh, einmal kurz den klassischen, übertriebenen Rechtsschwenk. So, und einmal darüber. Na, sind wir zum Glück nicht allzu weit entfernt. Das passt ja soweit. Also Zwerge in Müllcontainer werfen ist ja schon heftig, ne? Also das finde ich ja schon krass. Nun gut, aber wie gesagt, wir finden alles. So, hier müssen wir jetzt mal gucken. Da müsste irgendwo dann bald halt weiter links. Weiter links, weiter links. Oh, müsste doch bald die Aufnahmestelle sein. Da drüben ist es schon. Ja, wunderbar. Ja, ah ja, der ist aber auch im Vergleich zu anderen Fahrzeugen sowas von wackelig. So, und oh Gott, wo müssen wir denn dahin? Hallo? Also wir müssen gucken, dass wir irgendwie nach ganz oben kommen. Das wird interessant. Allerdings nach rechts oben, da müssen wir jetzt nochmal vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht falsch abbiegen, weil die Zeit ist unser Feind. Oh, das heißt, wir fahren jetzt hier mal hoch, dann gehen wir da rechts die Piste entlang. Oh, also das sind immer schöne Strecken hier, ne? Bis ganz nach oben von ganz unten und wir haben auch nicht allzu viel Zeit und ganz schön Geholper vor uns. Ich will nochmal die Kameraperspektive hier wechseln. Ja, das sieht doch auch cool aus. Da ist auch noch ein Häuschen. Mhm. Achtung, Skifahrer, Achtung, ich. So, aber hier so ziemlich in der Mitte zu fahren, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das macht richtig Sinn. Da fahren die nicht dauernd durch mich durch. Und ja, wir wollen ja auch die Skifahrer ein wenig schonen. Schließlich wollen wir ja denen ihr hart verdientes Geld doch sinnvoll angelegt wissen. Auf Deutsch, her mit der Kohle, dann ist gut. So, aber das kriegen wir von der Zeit, glaube ich, ganz gut noch hin. Also wenn ich den ganzen Tag auf so ein Ding fahren müsste, hätte ich, glaube ich, ein Schleudertrauma danach. Ist nicht ganz so das, was man sich unter einem ganz tollen Fahrzeug vorstellt. So, hier müssen wir hier da entsprechend hoch. Und da oben rechts zu der Hütte müssen wir. Das heißt, wir werden gleich mal gucken, dass wir hier ein bisschen nach rechts ausweichen können. Ah, so. Und da ist der Abgabepunkt. Wunderbar. Wir haben es wieder mal super schnell geschafft und sind bei 8.800 Euro. So, und jetzt, liebe Freunde, haben wir erstmal ein bisschen Luft. Die Mission ist gerade rum. Die nächste kommt in circa 10 Minuten. Ah, Mann, was ein Geholper. So, einmal einen Jump gemacht. So sieht das also aus, wenn die Freestyler durch die Gegend springen. Auch nicht schlecht. Ja, wobei ich glaube, die machen das etwas professioneller und besser als ich hier. So, wir heizen schon mal wieder hier Gental. Oh, da ist einiges am Betrieb hier. Vorsicht, Leute, hier komme ich.
schwenken wir auf eine andere Seite, genau. Kann ich nämlich gerade hier rüber flitzen. Und dann passt das denn für die nächste Transportmission. Müssen wir ja gucken, dass wir hier auch relativ schnell dann entsprechend wieder zur Verfügung stehen. So, wir fahren ja hier, wir haben ja ein ATV, ist also alles gar kein Problem. Können also hier gemütlich den Berg herunterfahren. So. Das sieht auch ganz gut aus. So, und jetzt sind wir schon gleich wieder unten. So, wow, wow, wow. Also wer jetzt noch nicht seekrank ist, dem kann ich auch nicht helfen. So, wir steigen jetzt mal ab. Ich bin jetzt hier, puh, genug geheizt. Das war schon heftig. In diesem Sinne flitzen wir jetzt nochmal rüber zum Händler. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen, den vorzustellen, ohne dass wieder irgendeiner uns in die Parade fährt. Mann, 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 Mann. Aber gut, okay, brachte uns hier auch wieder gutes Geld. Dürfen wir uns hier auch nicht beschweren. Da hinten ist der Händler. Wir sind wieder da. Kurz nochmal schnell nach Eiszapfen gucken. Nein, da auch nicht. Okay. Achtung. Hey, hier ist Bürgersteig, mein Freund. Ne? So, und jetzt aber nochmal. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind da. Und ich möchte euch jetzt hier mal was zeigen. So. Das ist der Bobcat, das ist der kleine Radlader. Sieht ja richtig schick aus, hat noch nicht mal ein Kennzeichen, also eigentlich gar keine Straßenzulassung. Hm, da bin ich mal gespannt. Okay, wir steigen mal ein, aber das Problem ist, bei dem muss man von vorne einsteigen. Man kann also nicht von der Seite rein, das heißt, wir müssen hier rein in die Kiste. So. Boah, der klingt ja schon mal ganz schnuggelig. Haben wir auch Licht an dem Knaben? Jawohl, haben wir. So, und jetzt machen wir uns mal auf den Weg zum nächsten Salzdepot. Das ist hier auf der linken Seite. Jetzt will ich mal was testen, so aus Spaß. Kann man hier auch Schnee mit wegschaufeln? Nee, das geht nicht. Also Schnee erkennt er nicht, erkennt wohl wirklich nur Salz. Ist aber auch kein Problem. Dann werden wir uns mal in Richtung des nächsten Salzdepots begeben. So, 30 km/h fährt er. Ach doch, der hat Schnee geladen. Tatsächlich. Der hat jetzt, hat er jetzt Schnee da drin? Klar, 28 Liter. Ich kann sogar doch Schnee damit fahren. Ha, ich hab mir's ja schon fast gedacht. Gut, also Schnee geht auch. Stand ja auch, glaube ich, sowas in der Beschreibung drin. So, jetzt gucken wir erstmal, wo das nächste Salzdepot ist. Da werden wir uns jetzt erstmal hinmachen. Oh, habe ich schon wieder 1% Schnee aufgenommen. So, das müssen wir natürlich vorher noch entfernen. So, ja, der allerschnellste ist er nicht. So, mal gucken, da hinten ist das Salzdepot, dann werden wir da mal abbiegen. Abbiegen, nicht 360 Grad Drehung. So, wenn hier aber auf alle Fälle erstmal jetzt hier den Schnee wieder auskippen. So. Und fahren wir hier rüber. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch unseren Kuga holen. Oh, der lenkt aber ziemlich krass. So, wo haben wir unseren Kuga? Da ist unser Kuga. So, und dann werden wir auch mit dem Knaben jetzt mal hier rüberfahren zum nächsten Salzdepot und werden den mal beladen. Und mal gucken, wie kommen wir jetzt hier am besten raus. Schauen, dass wir hier irgendwo eine einigermaßen anständige Möglichkeit finden, runterzufahren. Ist zwar auch ein bisschen geländegängig, aber halt ist ja kein ATV. Was ich klasse finde bei dem, wenn man das jetzt hier mal genau beobachtet, der hat ja wunderbare Federungen drin. Also auch super toll gemacht. So, jetzt sind wir schon auf dem richtigen Weg. Da vorne ist das Salzdepot. Müssten wir jetzt gleich ankommen. Müssen jetzt hier links rum, genau. So. Und dann stellen wir den Knaben mal hier links hin. So, und müssen den natürlich auch aufklappen, damit wir den beladen können. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. So, achso, Cockpit-Ansicht, genau, haben wir ja uns auch noch nicht angeguckt, will ich ja auch noch mal reinschauen. So, ja, das sieht doch schon mal etwas stylischer aus, ne? Hm, schick, man hat einen ganz guten Überblick eigentlich, trotz der hier Hydraulik, aber das geht eigentlich alles. So, also werden wir hier mal uns in Richtung Salz orientieren. So, mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen und vor allem, ne, das ging aber schnell. 800 Liter Salz. Okay. So, jetzt müssen wir hier das Ganze in unseren Kuga einladen. Gucken, ob wir das aus der Perspektive hier gut machen können. Und ihr merkt schon, wie ich es auch angekündigt habe, der ist sehr, sehr ruckelig in der Bedienung. So, mal kurz gucken. Da müssen wir noch ein Stück hoch. So. Passt das schon oder passt das noch nicht? So sollte das eigentlich jetzt passen. Und noch ein bisschen hoch.
Und dann kippen wir das Ganze mal so langsam nach vorne. Oh, mal schauen, ob das jetzt so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Nö, irgendwie will da noch nichts rausfallen. So, jetzt füllen wir gerade um. Und das will ich natürlich auch beobachten. Einmal von hier, das sieht gut aus. Von der Textur sieht man da, wie das reinrieselt. Nö, sieht man jetzt nicht. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob in dem Wagen schon was drin ist. Ja, 129 Liter Salz sind drin. Gut, also das müssen wir aktiv hier aus dem Kuger rausmachen. So, dann versuchen wir das jetzt nochmal genau. Und jetzt wird gerade aufgefüllt. Und man sieht, da geht einiges an Salz rein. Und die Textur, ja, die verändert sich auch so langsam. Es füllt sich ein bisschen der Tank. Also da passt wirklich ein Haufen rein. Und ich denke mal, das werden wir auch in der nächsten Folge etwas dann weiter verfolgen und noch komplett auffüllen, dass wir nicht dauernd nachtanken müssen. Was ich jetzt mal gerade gucken will, wenn ich jetzt sage, Streuer einstalten. Ah ja, dann klappt der aus. Wir fahren mal ein Stück nach vorne. Mal gucken, was sich da tut. Oh ja, oh, guck mal, was da weggeht. Ja, ist das nicht schick hier? Ja, hallo, die Waldfee. Ne? Also so ist das doch schon mal ganz anderes Räumen. Ne? Da pfeife ich doch auf jeden Flug. Okay, wir schalten mal wieder aus. Fahren wieder mal zurück. Ja, du musst eine Sekunde warten, mein Freund. Und ja, dann ist doch schon klar, was wir in der nächsten Folge machen. Wir werden uns hier mal ganz genüsslich ja, mit dem Salzstreuen befassen. Werden auch hier schön gleich wieder drunter fahren. Das passt optimal. Ja, super. Mir gefällt das. Ich glaube, da haben wir viel, viel Spaß dran. Vor allem die Arbeitsbreite ist ja doch nochmal deutlich höher. In diesem Sinn sage ich schon mal vielen lieben Dank. Für heute ist es das gewesen. Fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.